Und da sind wir wieder, liebe Freunde. Wir hatten das Video ja wieder mal unterbrochen. Wird immer mal so eine Zweiteile Videos geben. Die haben ja dann auch meistens immer schon eine gute Länge, denke ich. Und die kommen direkt hintereinander. Und ich denke, die Verabschiedung ist jetzt auch nicht so das Überwichtigste. Ja, der nervt jetzt hier schon mit seinen Zaubern rum. Und wir haben halt nur diese dummen Zombies. Nur ein bisschen leiser dürfte er schon reden. Los, renn. Renn, Frau. Renn. The new order. We are immortal. Los. Vampire. Seid jetzt eher nicht so cool. We support. Ja, unser Kommandant ist tot. Oh Gott, und das war's dann auch schon. Naja, wir haben wenigstens eine seiner Einheiten platt gemacht. Aber wir hatten ja auch nur Zombies, also gut, was hat man erwarten wollen? Ja, eine entscheidende Niederlage. War nicht ganz so schlau, die Aktion. Okay, Rekrutierungskosten für Ghule. Und unsere Helden wurden gleich mal getötet. Ah, hier ist jetzt eine Rebellion bevorstehend. Weil das Chaos hier jetzt natürlich mobil macht. Ja, nehmen wir ihn, er sollte billigere. Ja, das sollte ein bisschen billiger bei ihm sein. Aber können wir die Rebellion definitiv nicht aufhalten. What do you want? Vlad von Karstein. Hier war dann eine dritte Armee, genau. No. Strike out! All shall know me and tremble. If you think it's wise, my will alone. Kill them, raise them. Ja, dann haben wir die Provinz schon mal wieder. Wir haben sie jetzt noch nicht aufgerüstet. Ist vor allem erstmal wichtig, weil die jetzt Verschleiß bekommen, heißt sie kriegen noch mehr extra Schaden. This better be important. Ja, das Fort werden die wahrscheinlich einnehmen. It is night. Destroy them. Ja, und er kann natürlich wieder abhauen. So, nochmal abhauen kann er aber nicht.
March. Ready. Yes. Ja, die Burg von Rauken können wir uns später noch wiederholen. Es ist jetzt doof, dass wir jetzt hier nur Wolfenburg noch haben. Das werden die Norsk aber wahrscheinlich eh zerstören. So, hier haben wir öffentliche Ordnung, hier auch. Okay. Ja, die Provinz hier, Kislev, ist halt gefährlich. Und dann beziehen wir hier einmal Steuern. Scheinbar sind die Zwergenagenten endlich weg. So, versuchen wir in der nächsten Runde mal Weißmund zurückzuholen. Night March. Come, impress me. So, lassen wir Manfred erstmal noch kurz hier stehen. Darkness comes. Er darf dann hier in Altdorf noch ein paar besondere Einheiten gleich rekrutieren. Darkness comes. Und der Nekromant hier, der wird Weißmund und Gorsel sich holen. Und dann gucken wir mal, dass wir noch Dieters Hafen vielleicht bekommen. Und dann schon mal die Norskar hier oben angreifen. Okay, wir können niemanden mehr setzen. At last, a creature that's got as black a heart as me. Obwohl ein militärisches Bündnis nicht, dann können die uns in jeden Krieg mit reinziehen. Ja, weiter geht's mit unseren Verhandlungen mit den Orks. Die Frage ist halt, wir können ja erstmal noch schauen. Whichever woeful deity protects you. Do not waste my time with petty talk. Your mocking bow does. Die scheinen ganz schön schwach geworden zu sein, die Orks. Your man gods and dubious. Tja. Now then, speak quick, cause you caught me in a good mood. Ja gut, das ist dann der Rest der Orkgebiete. Wow. Ist ja ein richtig sinnvoller Verbündeter auf jeden Fall. Wie sieht denn das hier jetzt inzwischen mit der öffentlichen Ordnung aus? Immer noch nicht besser. So, wir wollen Vampirkorruption haben. Und was noch? Ein Fähigkeitspunkt. Ja, dann hier, dann heilt ihr euch schneller. Die greifen unsere Kommandanten an, netterweise. Oder beschädigen unsere Gebäude oder Garnisonen. Weil sie so freundlich sind. Und das Chaos haut weiter ab. Oh, sie haben nicht angegriffen. Wir können die Stadt also vielleicht sogar noch retten.
Das darf doch noch mal ein Stück leiser. Irgendwie wird das manchmal lauter, habe ich das Gefühl. Noska! What? Ja, gut. Insolence! I hunt! Your last mistake is his impudence! Follow me! So, hoffentlich kann er helfen. Jetzt kippt hier halt die Ordnung wieder. My bloodline calls. So kriegen wir den. Life force. Natürlich nicht. Dann muss er jetzt rüberlaufen, so schnell es geht. Darkness comes. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Na gut, ohne Steuern können wir die Provinz immerhin mal noch davon abhalten, einen Aufstand zu wagen. So, dann bauen wir Prag einmal aus. What do you want? Move. Das Chaos können wir nicht angreifen, das ist doof. The world will drown in blood. How dare you? More sleep shines. So, da ist Heinrich. Er ist nur aber glücklicher. Strike out. Wir müssen halt mal schauen, dass wir die Provinz nicht unbedingt verlieren. Aber mit Glück regelt sich das auch demnächst von alleine. So, jetzt haben wir keine Lust mehr zu warten. Und Camper Bart ist sofort wieder unzufrieden. Wir sollten ja echt mal diesen Galgen bauen. Yes. So, wir könnten einmal Verfluchte bauen. Ja. Du bist hier am niedrigsten vom Level, dann dein right is mine. Fliegt er raus. You dare. So, wie viel kostet uns das? 934. Okay, das versuchen wir dann in der nächsten Runde. Ja, die Norsker sind halt. Sind halt gerade eine größere Gefahr als das Chaos. Also das Chaos war ja dann zum Glück doch schneller. Es ist noch nicht besiegt, aber zurückgeschlagen als erwartet. Aber die ganzen Chaos-Agenten dürften uns bestimmt noch böse zusetzen. Okay, die Armee haut ab. Wir haben Wolfenburg gerettet. Ah, dafür greift er jetzt an. Tja, wir könnten es vielleicht sogar schaffen, ein paar seiner Einheiten dolles stark zu beschädigen oder vielleicht sogar tot zu machen. Das versuchen wir doch einfach einmal. Wir haben auch die Anzahl der Männer, die die haben, ist echt deprimierend. Unser größtes Problem ist halt mit den Vampiren, dass wir keine Fernkämpfer besitzen. Und unsere Infanterie extrem langsam ist. So, da ist der Norskanische Kriegsturm. Hier wären noch mehr gewesen. Na gut. Okay.
Okay, und hier? Zauberer. Na dann. Aber wir können hier angreifen, diese niedrige Bedrohung. Und hier wäre unser Schloss, unsere Burg. Ab hier langs, quasi. So Flattermänner. Ich glaube, wir haben den nicht mal Schaden gemacht. Ne, ich glaube, wir haben ihm wirklich keinen Schaden gemacht. So, da kommt eine Einheit raus. Ah, der ein Zauberer, okay. Schlachtet weiter auf ihn ein. Jetzt tauchen hier noch mehr Ungeheuer auf, oder wie? Naja, gut. Wir haben es versucht. Krass, während er flieht, schafft er es, einen unserer Einheiten auszulöschen. Ach nee, unsere Fledermäuse, okay. Dachte schon. Und wir haben den feindlichen Zauberer getötet. Immerhin mal ein Erfolg. Nein, stopp. Wahrscheinlich auch wieder zu heftig für uns. Los Zombies, ihr schafft das. Oh nein, da kommt schon die Nordka. Was macht die Tierchen tot? Was macht das Tierchen tot? Nein, die können natürlich weg, die fliegen einfach weg. So ein Mist, echt. Haben wir die bestimmt nicht tot gemacht. Ah, die Besten sind wieder da. Ich bin wieder jetzt tot gemacht. Was los? Was macht die tot? Komm schon mal. Hat schon wieder nicht geklappt. Ist ja nicht zu fassen. Das war's. Ah, toll, wir haben es nicht wirklich. Ja, immerhin haben wir seinen Zauberer getötet, aber sonst nicht wirklich erfolgreich.
schon traurig. Die haben es nicht niedergerissen, krass. Aber dann werden es die Rebellen jetzt niederreißen, also ändert das ja nichts. Ah, er holt sich jetzt hier den nächsten Helden für seine Armee. Nee, öffentlichen Ordnungsschaden können wir uns gerade nicht erlauben. What? So, du läufst einmal nach Zavastra. My will alone. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr. This better be important. Good. This will do. Wipe them out. Aber wir wollen ja vor allem den Norska wehtun. Wir müssen die irgendwie bekommen, die Norska-Armee. My bloodline calls. Deliver it unto me. Und ich werde der Haut wieder aus unserer Reichweite. Oh nein. Ist nicht weit genug gekommen. Ich habe halt keine Lust, dass die uns hier unsere Infanterie wegfetzen. Okay, haben sie auch so getan. Und einen weiteren. We are in agreement. So be it. Achso, das wird schon belagert. Okay. Dann lauf einmal zurück. The world will drown in blood. So, dann setzen wir einmal nach und vernichten die Skelinger nochmal. Oh Gott, die 8000 Gold. Auf die können wir nicht verzichten. Toll, wir haben eine Waffe bekommen. Ja gut, unsere Einheiten bekommen jetzt natürlich Schaden dadurch. Das ist halt semi-optimal. Aber wir müssen das Chaos halt vernichten. Das geht halt gerade vor. So, dann einmal Kislev ausbauen und dann den Rest Geld hier in einen Galgen investieren. Immer noch nicht happy die Provinz, ne? Expand Sylvania's borders. So, Milady. Ja, hoch bitte einmal. Und dann war ja noch ein anderer Agent irgendwo fertig, glaube ich. Ja, wir könnten eine Bungee rekrutieren. Ready.
Tja, vielleicht eine gute Frage. So, weniger Verschleiß wäre gut. Und nein, ihn können wir noch bewegen. Den guten Otto. Bring it all to me. So, lieber Otto. Du wirst schon mal in Norska-Gebiet vorstoßen. Come, impress me. Du gehst erstmal hier rüber. Wird eine Weile dauern, bis wir Geld haben. Ja, liebe Freunde. Und dann danke ich euch auch schon fürs Zuschauen. Schaltet in der nächsten Folge wieder rein. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.